Praktikum Physikalische Chemie. Adsorptionsisotherme. Moleküle können an der Grenzfläche angerechnet oder aus ihr verdrängt werden. Der adsorbierende Feststoff wird Adsorbens genannt. Der noch nicht angelagerte Stoff in der fluiden Phase wird adsorptiv genannt. Die bereits adsorbierten Teilchen werden als Adsorb bezeichnet. Adsorbt und Adsorbens heißen zusammen Adsorbat. Für das Gleichgewicht zwischen Adsorb und Adsorptiv besteht diese Abhängigkeit. Zur quantitativen Beschreibung der Adsorptionsisotherme folgt die lamyrische Adsorptionsisotherme. Zur Ermittlung der Konstanten Alpha und Endlich und K formt man die Gleichung um. Isothermen ohne Sättigungsplateau werden häufig durch die empirische Adsorptionsisotherme nach Freundlich beschrieben. Dafür werden aus einer einmolaren Essigsäure mithilfe von Vollpipetten Lösungen hergestellt, die verschiedene Konzentrationen haben. Das abgemessene Volumen wird in einen Messkolben überführt und anschließend mit destilliertem Wasser bis zur Eichmarke aufgefüllt. Dann werden 3,5 Gramm gekörnte Aktivkohle auf drei Stellen nach dem Komma genau eingewogen und in Schliff-Erlmeyer-Kolben gegeben. Die Inhalte der Messkolben werden vollständig auf die entsprechenden Einwaage der Aktivkohle gegossen. Nur auf die 0,05 bzw. 0,08 molaren Essigsäure werden jeweils mit einer Vollpipette 100 ml entnommen und auf die entsprechenden Aktivkohle pipettiert. Die Schliff-Erlenmeyer-Kolben werden mit Schliffstopfen verschlossen und 5 Minuten kräftig geschüttelt. Es ist wichtig, dass alle Proben genau gleich behandelt werden. Anschließend filtriert man das Gemisch mittels Filterpapier in Erlenmeyer-Kolben ab. Diese Vorgehensweise wird mit allen Essigsäure-Aktivkohlengemische gemacht. Von dem Filtrat wird ein vorgegebenes Volumen mittels Vollpipette entnommen und mit wenigen Tropfen Phenolphthalein versetzt. Mit einer Kalilauge-Maßlösung wird bis zum Umschlagspunkt titriert. Die Titrationen werden doppelt bestimmt. Zuletzt wird durch Titration die genaue Konzentration des Faktors der einmolaren Essigsäure, aus der die Verdünnung hergestellt wurde, bestimmt. Kommen wir nun zur Auswertung. Die Adsorption von 7 unterschiedlich konzentrierten Essigsäurelösungen an Aktivkohle wurden vermessen. Die Messergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Anschließend wird der Faktor der Essigsäure mittels Titration ermittelt. Zudem werden die Gleichgewichtskonzentrationen C und die Oberflächenkonzentrationen A berechnet und in Abbildung 1 dargestellt. Danach erfolgt die Auswertung nach Freundlich. Die Gleichgewichtskonzentrationen und Oberflächenkonzentrationen wurden logarithmiert und im Freundlich-Diagramm gegeneinander aufgetragen. Aus der linearen Regression dieses Diagramms ergeben sich die freundlichen Kenngrößen Alpha und Beta. Zu diesen beiden Kenngrößen werden jeweils die relative Standardabweichung berechnet. Um die Messergebnisse nach Langmuir auszuwerten, werden die Gleichgewichtskonzentrationen und die Oberflächenkonzentrationen doppelt invers berechnet. Diese Ergebnisse gegeneinander dargestellt liefern das Langmuir-Diagramm. Aus der linearen Regression dieses Diagramms ergeben sich die langmuirischen Kenngrößen Alpha und Endlich und K. Zu diesen Werten werden die relativen Standardabweichungen berechnet. Zuletzt werden die freundliche Adsorptionsisotherme mit den Kenngrößen Alpha und Beta und die langmuirische Adsorptionsisotherme mit den Kenngrößen Alpha und Endlich und K errechnet. Diese Isothermen werden mit der experimentell ermittelten Adsorptionsisotherme in einem Diagramm dargestellt und verglichen. Die freundliche Isotherme beschreibt die Lage der Messwerte deutlich besser als die langmuirische Isotherme. Am Ende der Auswertung wird das Auswerteblatt mit den ermittelten Werten und den dazugehörigen Fehlern ausgefüllt.